Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch fünf verschiedene Möglichkeiten, wie ihr euren Hund mit Futter beschäftigen könnt. Ihr könnt natürlich Futter oder Leckerlis verwenden. Kommen wir zur ersten Möglichkeit. Die erste Möglichkeit wäre die, dass ihr euch einen ganz normalen Ball nehmt, darin ein Loch schneidet und dann entweder Leckerlis oder das normale Futter von eurem Hund hineinfüllt. Wenn ihr dann alles hineingefüllt habt oder halt so viel wie ihr möchtet, muss der Hund dann den Ball rollen, um an die Leckerlis oder das Futter zu kommen. Ihr könnt den Ball natürlich selber machen, aber natürlich gibt es auch solche Bälle zu kaufen. Ich habe das schon öfters mal mit Emma gemacht und ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass es Emma sehr viel Spaß gemacht hat und es ist eine sehr, sehr gute Beschäftigungsmöglichkeit, wie ich finde. Jetzt kommen wir zur zweiten Möglichkeit. Diese ist relativ simpel und überhaupt nicht zeitaufwendig und sie kostet auch gar nichts. Ihr nehmt einfach das Futter von eurem Hund und verteilt es im Garten oder auf irgendeiner Wiese. Wenn es nicht euer eigener Garten ist, dann verteilt es am besten auf nicht einer allzu großen Fläche. Wenn ihr einen eigenen Garten habt, könnt ihr es schon großflächig verteilen. Das habe ich auch schon öfters mit Emma gemacht und sie hat sehr viel Spaß daran, das Futter zu suchen. Passend zur Suche kommen wir jetzt auch schon zur dritten Möglichkeit. Als dritte Möglichkeit habe ich die Fährtensuche genommen. Da kann man das natürlich einmal professionell machen, aber ihr könnt auch einfach in jeden Fußtritt, den ihr macht, ein Leckerli oder ein Futterstück hineinlegen. Jetzt kommen wir zur vierten Möglichkeit. Für die vierte Möglichkeit benötigt ihr einen Kongball, und zwar so einen, wie ihr auch hier im Video sehen könnt. Der Kongball sollte eine große Öffnung haben. Diesen könnt ihr dann mit einer speziellen Wurst, die von der Konsistenz her wie Leberwurst für Hunde ist, befüllen. Die Hunde beschäftigen sich meistens sehr lange damit, die ganze Wurst aus dem kompletten Kongball wieder herauszubekommen. Vor allem ist es auf jeden Fall auch ein Leckerbissen für euren Hund. Jetzt kommen wir auch schon zur fünften und damit auch zur letzten Möglichkeit für dieses Video. Ihr könnt einfach ganz normal mit eurem Hund trainieren, und zwar Kommandos wie Sitz, Platz, Pfote etc. Oder ihr macht richtigen Sport mit eurem Hund, wie zum Beispiel Agility. Wenn ihr das freizeitmäßig macht, könnt ihr den Hund dann immer wieder zwischendurch belohnen. Ihr solltet ihm aber während des Trainings nicht allzu viel Futter geben, da das sonst schlecht für den Magen sein kann. Gebt dem Hund während dem Training nur ein bis zwei Leckerlis und danach dann etwas mehr, wenn ihr möchtet. Vielen Hunden macht es sehr viel Spaß, ihr Futter zu erarbeiten. Früher habe ich mit Emma auch manchmal Agility oder Fährtensuche gemacht. Ganz normale Kommandos habe ich natürlich auch mit ihr geübt. All die Möglichkeiten, die ich euch in dem Video vorgestellt habe, habe ich auch selbst mit Emma immer wieder gemacht. Und ich kann es euch sehr empfehlen. Natürlich gibt es auch noch weitere Möglichkeiten. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch sehr gerne auf Instagram folgen. Bis zum nächsten Mal.